müssen eine Jacke anziehen, Schätzi. Jacke an, Jacke an. Ja. Gleiches Spiel wie jeden Morgen. Hm? Kommst du zu Mama? Komm her. Mach mal deine Schnullerkette fest. Warte. Einmal hier rein. Ups. Super. Kannst du das einmal in die andere Hand nehmen? Guck mal da. Nimm mal in die Hand. Ich nehme das nicht weg. Hier in die Hand. In die Hand. Da hast du deine Tic Tacs wieder, hm? Ja, Tic Tacs sind das. Die kannst du nur noch nicht essen, Schätzi. Irgendwann bist du alt genug, dann kriegst du welche ab. Jetzt noch nicht. Warte mal, jetzt nimm schon mal deine Stobbersocken an. Warte. Eins. So, zwei. Dann muss man noch einen Schuh anziehen und dann geht's los. Ja. Ja, genau. Ja, so. Ja, dann lass uns mal los. Ja, guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Ich hoffe, dass der heutige Tag mal ein bisschen besser läuft als die Vortage. Der gestrige Vlog oder der Vlog, den ihr in meinem Fall heute seht, ging deutlich besser mit dem Schneiden. Ich hoffe, dass die Probleme sich jetzt nach und nach alle lösen. Und die kleine Mausi und ich fahren jetzt zur Kita. Es ist jetzt kurz nach 8. Mila hat ganz okay geschlafen, würde ich mal sagen. Achso, ja, und die Tic Tacs müssen wir hier lassen. Die müssen wir hier lassen. Mhm. Wollen wir los? Ja. Genau. Ich bin gerade wieder rein und war hier schon in der Küche, weil ich bin mir gerade dabei, meinen geliebten Kaffee au lait zu machen. Und irgendjemand hatte gefragt, ob ich mal über die Kaffeemaschine irgendwas erzählen kann oder die nochmal zeigen kann. Ich kann euch gerne das Modell in der Infobox verlinken. Ansonsten ist das ein ganz normaler, so ein Kapsel-Kaffeeautomat. Also das ist eine Nescafé Dolce Gusto von De'Longhi, ich glaube. Und ja, ist halt eher so für Personen oder Haushalte, würde ich sagen, die jetzt nicht irgendwie einen Liter Kaffee am Tag trinken. Ansonsten lohnt sich das nicht, finde ich. Also ich trinke ja auch nur morgens mal Kaffee oder nachmittags. Wir trinken aber nicht irgendwie super viel. Wenn wir super viel trinken, dann machen wir Kaffee mit einer French Press. Ansonsten, ja, weil die Kapseln, das geht sonst einfach, finde ich, alles viel zu sehr ins Geld, wenn man da irgendwie morgens schon 3 Tassen irgendwie trinkt. Wir sind aber sehr zufrieden mit der. Und ja, ich finde, die sieht auch echt schön aus in dem Weiß. Vorher hatten wir ja so ein Rot, aber die war dann ja irgendwann auch kaputt und deswegen haben wir uns jetzt eine neue geholt. Und ja, Kapsel ist drin. Ich weiß noch nicht, ob genügend Wasser. Ja, genügend Wasser ist auch drin. Tasse und ab geht's. Und bevor es jetzt hier irgendwie mit Frühstück weitergeht, schmeiße ich mich erstmal in einen anderen kuscheligen, warmen, bequemen Pullover, denn das hier ist mir nicht bequem genug. Und ja, das mache ich jetzt als allererstes, in einen schönen Pullover wechseln. Tada! Und da habe ich einen schönen, bequemen, kuscheligen Pullover an. Also so kuschelig ist der nicht, der ist halt nicht zu warm und das ist halt ganz gut. Und zu dem Pullover haben mich auch schon ganz viele gefragt, woher der ist. Der gehörte mal Julian und ja, hat den dann ausrangiert, weil ihm der zu kurz ist. Der ist von der Marke Two Angel. Ich weiß nicht, ob es den Pullover noch wirklich gibt. Ich bin zwar jetzt nicht der größte Tupac-Fan, aber ja, er ist bequem und das ist alles, was zählt. Es hat gerade geklingelt. Es kommt die Deutsche Post und ich hoffe, es ist endlich ein Geschenk für Mina. Ich weiß noch, süß. Pakete. Es ist ein Riesenpaket von Babywalz, aber zu 90% oder fast die ganze Bestellung ist eigentlich für Milas Geburtstag. Also ich packe es gleich in Ruhe aus und erzähle euch was dazu, weil ursprünglich war nicht geplant, dass alles für ihren Geburtstag ist. Aber ja, ich zeige euch das gleich in Ruhe. Erstmal in Ruhe noch mein Video zu Ende gucken und dann geht es hiermit weiter. Und du hast auch lecker gefrühstückt?
Du bist eine kleine wilde Maus. High five. Ja. Oh, ein Doppel-High five. Cool. Cool, Momo. Cool, 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 cool. Hm? Gesundheit. Ich habe eben noch zwei Pakete aus der Packstation geholt. Und bevor ich jetzt aber die Pakete öffne, was man natürlich als erstes machen will, zwinge ich mich jetzt, ein bisschen Haushalt zu machen. Und dann kommt die Belohnung. Ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Leute. Als erstes steht die Küche hier auf dem Plan. Aufräumen, Abwasch machen. Ja, los geht's. Down for the long run now. Red Corvette in my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pit, yeah. Something wrong with. In der Küche bin ich fertig, es ist aufgeräumt, Abwasch ist gemacht, der Spüler läuft, es riecht frisch. Und nun geht's hier weiter. Zuerst wird das Bett zusammengelegt und dann wird die Wäsche gemacht. The picture. Something is wrong with the way and I don't know why. Why, why, why? Why you need to lie, lie, lie? Something is wrong with the way and I don't know why. Why? How do you get by, by, by? Ich nehme euch mit. Ich habe jetzt einiges geschafft, von daher darf ich jetzt auch die Pakete öffnen. Ich will sie ja auch nicht länger hier stehen lassen. Die stehen ja auch einfach im Mikro, ne? Also das muss man ja auch wegräumen. Also von daher öffne ich die jetzt ganz schnell, damit ich wieder Platz schaffen kann. Und euch hat das Cook and Talk ja so gut gefallen. Von daher habe ich gedacht, weil jetzt nachträglich noch ein paar Fragen kamen, ich beantworte die Fragen beim Auspacken. Also machen wir ein Unboxing and Talk. Zuerst mache ich dieses kleine Paket auf und ich sehe hier gerade so einen Stempel an der Seite. Das ist wieder irgendwas Handgemachtes. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall nicht so schwer. Und die erste Frage, die von euch kam, warum ich denn nicht auf meine alte Station zurück will, obwohl das Arbeiten so angenehm war für mich. Also ich habe ja auch gesagt, das Arbeiten fand ich da angenehm. Das Arbeiten war auch angenehm. Also ich meine damit einfach im psychiatrischen Bereich. Man hat nicht so diese krass körperlich belastende Arbeit. Also es war schon irgendwie belastend, aber eben nicht so krass. Also du wuppst da keine 80 Kilo Menschen oder du bist da nicht ständig am Waschen. Zum Teil schon. Es gibt immer mal wieder Patienten, aber eher sehr, sehr selten. Und ich fand das Arbeiten in diesem Team einfach angenehm. Wobei das Team jetzt überhaupt nicht mehr so ist, wie es vorher war. Da sind super viele Leute weggegangen. Und der Grund für mich zu wechseln war einfach, dass die Leute, die Patienten und deren Aggressionspotenzial immer krasser wurde. Also am Anfang, vielleicht habe ich es auch am Anfang nicht so wahrgenommen, weil das so die Anfangszeit war. Aber das wurde schon immer mehr. Man hat auch gemerkt, dass durch diese Flüchtlingskrise, dass sich dadurch auch ein bisschen was verändert hat. Man hatte immer mehr Flüchtlinge. Das macht das das ist dadurch noch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass sie natürlich nicht deine Sprache sprechen, zum Teil auch nicht Englisch sprechen. Und wenn sie dann natürlich zum Beispiel eine paranoide Schizophrenie haben, ist es schwierig, da deeskalierend irgendwie mit denen zu sprechen, wenn sie dich natürlich nicht verstehen. Und das war schon nicht ohne. Und ich habe irgendwann, fing es an, dass ich irgendwie mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit gefahren bin. Vor allem die Nachtdienste. Ein bestimmter Punkt war auch dadurch, dass die Besetzung bei uns immer schlechter wurde. Also teilweise hatte ich Nachtdienst mit Leuten aus der Zeitarbeitsfirma und das waren ganz, ganz oft ungelernte Kräfte, oft studentische Aushilfskräfte. Und natürlich war es schön, dass du nicht ganz alleine da bist. Man muss zu zweit sein, das ist einfach so. Aber ob nun jemand da ist oder nicht, das macht manchmal nicht so viel aus, weil die Leute kennen das psychiatrische Arbeiten nicht. Sie haben nicht die Weiterbildung, weil man macht da ja so ein bestimmtes Konflikt-Deeskalationsmanagement so. Also man lernt, wie man halt in so Situationen sich am besten verhält, auch wenn man angegriffen wird, welche Griffe man am besten macht und solche Sachen. Und ja, dann ist es natürlich nicht so schön, wenn man weiß, da sind irgendwie sechs hochaggressive Patienten momentan auf Station und du sitzt da mit einer studentischen Aushilfskraft, die am besten noch jünger ist als du und der das auch nicht so geheuer ist. Das ist dann nicht so der Knaller. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will da nicht mehr mit so einem unguten Gefühl hingehen müssen. Ich möchte wechseln.
Und ich habe den Versetzungsantrag gestellt und ein paar Wochen später konnte ich verkünden, dass ich schwanger bin. Also es hat so ganz gut gepasst. Und jetzt, wie gesagt, mal gucken, wo ich jetzt hinkomme. So, jetzt packe ich aber aus und das Papier hier oben sieht schon mal richtig gut aus. Ich finde das ja mal schön, wenn Pakete so nett verpackt sind. Oh, und als erstes, das muss ich euch jetzt zeigen, Moment. Es ist was Selbstgenähtes, ich weiß noch nicht gerade was, aber seht ihr das? Da sind so kleine Rittersportwürfel und die sind farblich passend zu dem Stoff. Also perfekt. Und Schokolade ist immer gut. Oh, ein Mützchen von Fadeneule heißt der Shop. Hier ist auf jeden Fall eine Facebook-Seite von der lieben Franziska. Vielen Dank, Franziska. Oh, richtig niedlich. Das müsste Mila auch richtig gut passen. Vor allem haben wir momentan nicht so viele dünne Mützen. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Cool. Seht ihr das? Da ist so ein kleines Marienkäferchen drauf. Wie niedlich. Oh, das wird so süß aussehen. Vielen Dank, Franziska. Oh, und hier ist noch das passende Halstuch dazu. Oh, seht ihr das? Da steht Mila drauf. So, so süß. Und wir haben ja auf diesen, diesen Klebern, diesen Namensklebern, die ich in ihren Klamotten kleben habe für die Kita, ist ja auch ein Marienkäfer drauf. So süß. Vielen Dank, liebe Franziska. Richtig niedlich. Muss ich nachher mal Mila ummachen, wenn sie wieder da ist. Hier ist auch noch ein netter Brief, den werde ich jetzt nochmal eben schnell lesen. Vielen, vielen Dank, Franzi. Ich werde euch mal ihren Shop in der Infobox. Ich werde euch ihren Shop mal in der Infobox verlinken. So, ich hoffe, ihr versteht mich, weil die sind da draußen wieder am Werkeln. Es kam die Frage, ab welchem Alter die Patienten bei uns waren. Ab 18. Wir waren nur für Erwachsene zuständig. Und da kam auch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht gearbeitet. Ich habe es nur manchmal mitgekriegt, weil genauso wie bei uns Kollegen von anderen Stationen kamen, um zu helfen in Notfallsituationen, sind wir natürlich auch zu anderen Stationen gelaufen oder gefahren. Und so habe ich manchmal was von der Kinder- und Jugendpsychiatrie mitbekommen. Kann ich nicht so richtig beantworten, ob ich mir das vorstellen könnte. Müsste ich einfach mal so reinschnuppern. Ich werde jetzt das nächste Paket aufmachen. Das ist von der lieben Nadja. Die ist nämlich gut losgezogen und war noch bei dem ein oder anderen Lidl-Geschäft. Mensch, ich spreche einfach zu schnell. Und hat noch für mich nach Sachen geguckt, von den Kindersachen. Weil ich habe ja in dem einen Vlog erwähnt, dass die Strumpfhosen irgendwie nicht mitgekommen sind. So. Und dann ist sie echt noch los und dann haben wir geschrieben und sie hat mir noch ein paar Sachen besorgt. Also tausend Dank nochmal an dich, Nadja. Und während ich das hier so auftüdel und aufschnibbel, kam noch die Frage, Moment, ich muss nochmal nachgucken. Wie war denn die Frage, was die Ursachen für eine Schizophrenie sind, glaube ich, irgendwie so. Also das ist so eine, die Ursachen für eine Schizophrenie, das ist nicht so richtig abschließend erforscht, sag ich mal. Also es werden verschiedene Gründe dafür angegeben oder vermutet. Zum einen ist es halt so genetisch bedingt teilweise. Dann aber auch zum Beispiel belastende Lebensereignisse, wenn irgendwas mal vorgefallen ist oder veränderte Gehirnstrukturen, Stoffwechselstörungen. Das sind solche Sachen, die angegeben werden. Bei uns sind aber auch zum Teil Patienten gewesen, die dann die Diagnose hatten, drogeninduzierte Psychose. Das waren oft Jüngere. Ich kann mich noch gut an einen, ich glaube, 18-Jährigen, gerade 18- oder 19-Jährigen erinnern. Der war so klein irgendwie noch. Und der hatte zum Beispiel diese Diagnose, weil der immer viel gekifft hat. Ich will nicht sagen, dass Kiffen dazu führt, dass man eine Psychose bekommt. Aber in manchen Fällen kann das vielleicht irgendwie noch der Auslöser sein oder das letzte Fünkchen. Ja, also so viel dazu. So, Paket auf. Ach Gott, Nadja, das hast du alles geschickt. Sie wollte doch nur bei Lidl für mich Sachen holen. Was ist denn jetzt hier alles in dem Paket? Oh Mann, du bist verrückt.
hat sie uns hier noch von Fruchtbar Riegel geschickt, von Alete, Grießbrei für Bruno, Leckerlis. Oh, er hört gar nicht. Dann von Babylove Fruchtchips. Aha, jetzt kommt er, weil es knistert. Aha. Dann irgendwelche anderen Snacks noch. Von Balea eine Pflegecreme. Oh Gott. Gesichtsmasken. Das ist echt verrückt. Von Alete noch ein Riegel. Dann so eine süße Jeans. Ich glaube, da sind... Oh, Pony, sorry. Ich glaube, da sind einige Sachen von ihrer Tochter bei. Das hatte sie nämlich irgendwie erwähnt. Und solche Jeans sind natürlich jetzt perfekt für die Kita. Richtig niedlich. Ach Mensch, vielen Dank. Dann hat sie halt diese Strumpfhose nochmal geholt. Diese Mützen hat sie für mich bei Lidl geholt. Nochmal den Schlafanzug, den haben wir schon. Beziehungsweise, nee, das ist der in Weiß. Aber in 80, aber die sind richtig schön. Und dann noch die zwei Langarm-Shirts, die wir nicht haben, weil die sind auch richtig toll. Oh, und dann noch einige Strumpfhosen. Oha, die eine ist sogar mit so Gummifüßchen hier. So eine Stoppersocken-Leggings. Ach Mensch, vielen Dank, Nadja. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich freue mich natürlich sehr. Dann kam noch die Frage, ob ich mich meistens sicher gefühlt habe oder ob ich immer ein Auge darauf hatte, dass mich irgendwie niemand angreift. Also ich habe ja gesagt, am Ende hatte ich schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, aber generell war ich nicht mit Angst irgendwie auf der Station unterwegs. Und man hatte natürlich schon irgendwie ein Auge auf die Patienten, die so ein gewisses Aggressionspotenzial hatten. Man ist dann zum Beispiel nicht unbedingt ganz in deren Zimmer gegangen und hat vor allem die Tür hinter sich geschlossen. Also man wusste, wie man, wenn man die Patienten irgendwie länger kennt, und die meisten Patienten sind da halt eine gewisse Zeit, dann kennt man sie irgendwann und weiß, was man machen kann, wie man sie ansprechen kann und wie eben nicht. Das lernt man mit der Zeit. Von daher, ja, man muss natürlich schon immer mal gucken, aber es greift einen nicht einfach irgendjemand eigentlich da aus dem Nichts an, wenn überhaupt... ist das irgendwie so eine Reaktion darauf, weil man mit denen spricht und irgendein Thema angesprochen hat, was sie halt voll reizt. Und der Reiz für mich, auf einer psychiatrischen Station zu arbeiten, ist für mich einfach, es ist einfach für mich spannender. Ne? Nicht, weil das so krass ist, aber es ist einfach noch abwechslungsreicher. Und was ich schon sagte, man hat halt nicht diese körperlich anstrengende Arbeit. Man hat nicht irgendwie morgens diese ganze Wascherei bei den Patienten. Und ich fand es einfach angenehm und irgendwie habe ich halt in dem Einsatz, in der Ausbildung auf der Station gemerkt, dass mir das liegt, mit den Patienten gut zu sprechen, und habe halt auch da gutes Feedback von meinen Ausbildern bekommen, und von daher war für mich dann irgendwie klar nach meinem Examen, dass ich auf der Station anfangen will. Ich habe jetzt das Paket von Babywalz aufgemacht und ich hatte vor allem Bettwäsche bestellt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Mila mag vielleicht eher unter einer Decke schlafen. Und weil sie sich halt immer auch so richtig an ihre Kuscheltiere anschmust, habe ich gedacht, so ein Kissen wäre vielleicht was Nettes. Und deswegen haben wir überlegt, so zu ihrem ersten Geburtstag oder ab ihrem ersten Geburtstag, dass wir es einfach mal mit, ja, Bettwäsche, Bettdecke, Kissen und so probieren. Und deswegen habe ich Sachen bestellt. Und meine Mama hat aber gesagt, sie übernimmt die Sachen dann zum Geburtstag. Von daher zeige ich euch mal eben, was ich bestellt habe. Also ich habe nochmal so eine wasserdichte Auflage bestellt. Molton Matratzenschutz ist das Wort, was ich gesucht habe. Das einmal. Und dann habe ich von Bornino so ein Baby-Decken- und Kopfkissen-Set bestellt. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig fluffig, weich an. Und dann habe ich einmal eine Feinbiber-Bettwäsche bestellt. Die ist so rosa mit Sternchen. Und die war auch im Angebot. Habe ich, wie gesagt, alles bei Babywalz bestellt. Und ich habe mich so erinnert an früher in der Kindheit, hatte ich auch Biberbettwäsche und fand das immer so kuschelig. Und deswegen habe ich für Mila eine bestellt. Dann habe ich noch eine Bettwäsche bestellt von Rober. Die ist schlicht grau mit weißen Sternchen. Dann habe ich noch zweimal Türschutz bestellt. Das sind die gleichen, die wir hier im Wohnzimmer haben, weil Mila zum Teil jetzt hier so Kraft hat und sich dran gehangen hat, dass dieses Magic Lock nicht mehr gehalten hat. Und da ständig wieder dran zu kleben, war mir zu nervig. Und deswegen habe ich diese nochmal bestellt. Die sind von der Marke Haug. Und dann ist noch ein Geburtstagsgeschenk angekommen, was mich... Ich vlogge.
Und dann ist noch ein Geburtstagsgeschenk angekommen, was ich für sie bestellt habe oder wir. Und das ist... Die hören mich hier bestimmt auch quatschen und denken, was redet die Alte da? Und dann ist noch ein Geburtstagsgeschenk für Mila angekommen und zwar ein Nachtlicht. So sieht es aus. Das ist so eine süße Eule in so einem leuchtenden Ring. Das kann man als normale Leuchte benutzen oder auch eben so als kleineres Nachtlicht. Und ja, weil Mila momentan ja nachts nicht so schläft, haben wir gesagt, wir probieren mal was anderes aus und wollten ein schönes Nachtlicht. Und deswegen haben wir das gekauft und das ist von der Marke Sasu. Und war jetzt auch im Angebot, war nicht so super günstig. Also ich weiß nicht, was günstig für ein Nachtlicht ist. Aber so ein Steckdosenlicht kam nicht in Frage, weil wir keine Steckdose haben, wo es was gebracht hätte. Und ja, deswegen haben wir uns dann für dieses süße Nachtlicht entschieden. Und das war's mit der Babywalzbestellung. Bevor ich das Chaos hier vom Unboxing beseitige, noch eben zwei Fragen. Also zum einen wurde nochmal gefragt wegen der geschlossenen Station. Die sieht genauso aus wie andere Stationen bei uns im Krankenhaus, nur dass die Tür vorne halt einfach dicht ist. Und wenn jemand rein möchte, dann klingeln die und wir gehen hin, fragen, wer das ist, wenn wir die nicht kennen und lassen sie halt rein. Ansonsten sehen die Zimmer alles genauso aus. Der Flur ist nur recht karg, weil da darf natürlich nichts stehen oder hängen, was sie am Ende vielleicht als Waffe, sag ich mal, benutzen könnten. Also da hängen Bilder an der Wand, die sind aber sehr, sehr gut festgeschraubt. Ansonsten steht da eigentlich so gut wie nichts. Und ja, aber ansonsten sieht die Station aus wie die anderen auch. Viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nicht zu erzählen, sonst müsste ich mir jetzt nochmal genauer eure Fragen durchlesen. Also es gibt wirklich schon, wie ihr auch geschrieben habt, es gibt viele, das ist schon irgendwie krass zum Teil. Und ich glaube, man selbst durch meine Erzählung kann man sich zum Teil gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich und wie stark diese Krankheitsbilder ausgeprägt sind und was das eigentlich mit den Patienten macht. Und wenn sie halt wirklich Medikamente annehmen, manchmal muss so eine Zwangsmedikation richterlich angeordnet werden, weil die Patienten zum Teil so fremd- oder eigengefährdet sind und aber keine Krankheitseinsicht haben und diese Medikamente ständig verweigern, dass es irgendwann richterlich angeordnet wird. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Die sind dann teilweise Monate da, bis so ein richterlicher Beschluss durch ist. Und das war immer, das sind nicht so schöne Situationen, weil die Patienten wollen die Medikamente nicht, müssen sie aber kriegen. Und wenn sie die Medikamente dann nicht freiwillig nehmen, läuft es darauf hinaus, dass irgendwie, weiß nicht, 5 Pflegekräfte den Patienten die Medikamente verabreichen. Entweder durch diese Personalpräsenz nehmen sie die dann doch so oder sie werden festgehalten und kriegen zum Teil diese Medikamente gespritzt. Also es führt kein Weg dran vorbei, dass sie dann diese Medikamente bekommen. Und das ist immer noch so ein sehr schwieriger Punkt, finde ich, weil ja, sie sehen das ja nicht ein, aber ohne Medikamente wird es halt oft nicht besser. So eine Krankheiten verschwinden nicht durch nette Gespräche. Das Schlimme dabei ist dann ja auch, dass die Patienten nicht nur die Neuroleptika verweigern, also die Medikamente, die bei ihrer Schizophrenie zum Beispiel helfen würden, sondern die verweigern dann auch die Medikamente, die denen zum Beispiel bei Bluthochdruck helfen oder bei anderen Erkrankungen. Ein Patient, der brauchte eigentlich Sauerstoff und hat es verweigert, weil er meinte, dass Sauerstoff ist mit Haldol, also ist ein Neuroleptika, versetzt und hat das verweigert. Und der ist auch noch irgendwann in unserem Nachtdienst verstorben. Das war auch ja, nicht so toll. Ja, also es ist schon alles nicht ohne. Und, ach so, die Frage kam ganz oft, ob ich das mit nach Hause genommen habe. Nein, ehrlich gesagt nicht. Also da konnte ich tatsächlich ganz gut abschalten. Und ja, wenn wirklich irgendwas richtig Krasses vorgefallen ist, habe ich irgendwie auch mit Julian drüber gesprochen. Aber generell konnte ich das ganz gut verarbeiten und habe es nicht mit nach Hause genommen. Entschuldigt, wenn die Kamera so wackelt, aber die ist nicht ganz so leicht. Und wenn ich sie ewig halte, wird es nicht mehr ganz so stabil vom Bild. Jetzt werde ich aber hier aufräumen. Die Sachen, die ich verpacken will, lege ich mal zusammen. Da muss ich vielleicht nachher auch nochmal los und Geschenkpapier holen. Und dann werde ich das jetzt auspacken und hier auf jeden Fall was ranmachen. Weil hier will Mila immer ran. Die weiß genau, dass der Schrank nicht mehr dicht ist. Und ja, da geht es immer bei. Deswegen mache ich das gleich erstmal zu. Hast du da dein Geschenkpapier?
Das ist Geschenkpapier, guck mal. Aber nicht zerknittern oder so zerdrücken. Oh, Entschuldigung. Ich nehme dir das nicht weg. Aber kaputt machen sollst du es auch nicht. Oh. Ich war nämlich eben, bevor ich sie abgeholt habe, noch kurz bei Teddy. Und habe geguckt. Habe jetzt zwei Rollen mitgenommen. Ich hoffe, dass das, also es wird bestimmt so ein ganz einfaches, dünnes Geschenkpapier sein, sodass sie das dann auch gut aufreißen kann. Und das ist so rosa und hat halt so Vögelchen drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das, doch, ich glaube, man sieht es, ne? Und das Papier ist richtig schön. Ich hätte auch zwei Rollen von dem mitgenommen, aber gab es nur eine. Das hat so, zeig mal, Mila, guck mal, zeig mal. Das hat so Einhörner drauf. Richtig schön aus. Du kleine Zicke, das gehört nicht alles dir, Fräulein. Und so, jetzt ziehen wir erstmal deine Schuhe aus hier. Wir sind wieder rein. Ich hatte mich nochmal umgezogen, weil mit dem anderen Pullover wollte ich nicht in die Kita mit dem Stinkefinger drauf. Und ich habe Mila jetzt nochmal eben komplett umgezogen, weil sie durch das Essen hatte sie halt so irgendwelche Flecken halt auf dem Shirt. Das bleibt ja nicht aus. Und deswegen habe ich ihr jetzt eine von den neuen Strumpfhosen angezogen, also die Nadja mitgeschickt hatte, weil die sind ja schon gewaschen und alles. Und hab ihr die süße Mütze und das Halstuch umgemacht. Das ist so süß. Guckt euch das an. Das ist so süß, Mila. Und es passt so perfekt. Ich habe das jetzt gerade nur von hinten rauf gezogen. Ist ja ein bisschen schwierig, aber so süß. Es passt so gut. Das sieht so niedlich aus. Mila, guck mal. Ach, mit diesem Aufdruck da oben drauf. Richtig süß. Mila hat schon wieder nur Augen für ihr Spielzeug, aber das ist ja okay. Ich muss mal gucken, wie gut diese Strumpfhose hält. Die hat ja diese Füße hier unten. Aber ich sehe jetzt schon, dass das gerade so ein bisschen rutscht. Obwohl die von der Länge eigentlich ganz gut war und oben auch vom Umfang. Ich muss mal gucken, wie gut die hält. Oder ob ich da noch Socken drüber ziehe, aber das ist wahrscheinlich auch doof. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist sie jetzt erstmal umgezogen. Das Shirt haben wir letztens auch von der Zuschauerin zugeschickt bekommen. Alles ein bisschen mit Glitzer. Also bei der Strumpfhose in den Herzen sind Glitzer. Da sind Glitzer-Schmetterlinge drauf. Süße Maus. Kommst du mit zu Mama? Nee? Machen wir jetzt mal deine Mütze ab, ne? Aber es ist so süß, oder? Oh Gott. Jetzt heißt es eine Sturmfrisur. Ha? Ja. Oh, guckt euch das an. Sie schmust sich an die Einhorn. Bist du jetzt schon ein bisschen müde, Hasi? Ich liege auf der Couch, Mila tobt ein bisschen um mich herum, aber ein bisschen schmusen wir auch zwischendurch. Mila, vorsichtig. Mit dem Popo zuerst vom Sofa. Mit dem Popo zuerst, genau. Super, oder willst du oben bleiben? Dann bleib oben. Dann komm zu Mama. Ja. Wir smoothen ein bisschen, aber Mila ist eher so in Tobelaune. Sag mal, ihr wird nicht übers Sofa gelaufen. Ja. Ui. Traust dich immer mehr, ne? Ein paar Schritte hierhin, ein paar Schritte dahin. Ja? Ja? Willst du hier zum Tisch mal laufen? Komm her. Komm her. Komm her. Ja? Ja, 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 ja. Mila traut sich echt immer mehr, was so Schritte an. Mila traut sich echt immer mehr, was so das Laufen angeht. Ach Gott, das ist so spannend. So spannend. Wups, aber vorsichtig. Ja, ja, ja. Kennt auch nichts hier. Komm her. Komm her. Oh. Naja, das waren keine Schritte, aber du hast dich was getraut. Ne? Hast du dich was getraut? Ups. Wir drehen gerade unsere Runde mit Bruno. Ich habe Mila im Kinderwagen. Und wer ist nach 5 Minuten eingeschlafen? Mila. Also sie war sowieso müde. Ich habe sie zu Hause schon versucht hinzulegen, aber da wollte sie nicht schlafen und hier ist sie eingeritzt. Wir drehen jetzt weiter unsere Runde. Ich weiß auch gar nicht, warum ich flüstere. Hier ist es ja sowieso laut oder natürliche Geräusche. Ja, wir drehen jetzt schöne Runde. Mila kann auf jeden Fall eine gute halbe Stunde schlafen, wenn sie so lange schläft.
Und dann gucken wir mal weiter. So eine Süße. 30 Minuten später. Mila schläft immer noch. Und wir sind jetzt auf dem Rückweg. Das heißt, vielleicht schläft sie noch eine Viertelstunde. Und guckt mal, das ist ein alter Bunker. Ich finde es so krass, was die daraus gemacht haben. Richtig cool. Jetzt müssen wir aber auch langsam zurück. Bruno ist nämlich auch gut fertig. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der wird dieses Jahr 6. Von daher, ja, gehen wir jetzt langsam zurück. Und mal gucken, wie lange die Mausi jetzt noch schläft. Wir sind zurück und Mila ist so auf den letzten Metern aufgewacht. Ne? Ja. Hast du schon geschlafen, ne? Eine Dreiviertelstunde hat sie jetzt geschlafen. Und ich will hier schon mal eben aufschließen. Gib mir. Bruno ist auch völlig fertig. Ja, komm rein. Mila hat jetzt ordentlich Energie getankt und kann jetzt nochmal ordentlich hier flitzen. Und jetzt. Doing. Geht nicht weiter. Ja, warte. Warte, Schatzi. Komm her, ich helfe dir. Und ab die Posti. Hui. Ist das gut? Weiter geht nicht. Hui, schnell festhalten. Was hat sie jetzt vor? Aha. Mila, komm aus der Ecke raus. Du weißt genau, dass du da nicht hin darfst, ne? Komm her. Bleibst du allein oder soll Mama dir die Hand geben? Andere Richtung. Komm her, lass mal Bruno da jetzt in Ruhe. Zieh! Zieh! Zack! Andere Seite wieder runter. So kriegt man ein Kind müde, ne? Na, wenn es immer so einfach wäre. Oh, super. Schwups. Schwups. Ja, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ne? Hau rein. Ein paar Bananas. Bei Mila ist jetzt Snacktime angesagt. Mila, vorsichtig. Ist in Ruhe. Bananen ist sie nämlich echt immer gut am Stopfen. Hat jetzt eine halbe Banane, ein paar Kekse von Freche Freunde. Die frechen Kekse von Freche Freunde. Und Banane schlingt die echt so weg. Nimm dir noch ein Stück. Genau, und jetzt isst erstmal das, was du in der Hand hast. Tanzt du? Super! Coole Maus, du! Cool! Willst du mit Mama tanzen? Ja. Oh, cool. Freihändig? Was, du bist ja verrückt. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Gibst du mir einen Kussi? Nee. Schade. Hm? Schade. Was? Willst du mir keinen Kussi geben? Ich hätte aber so gerne einen. Überlegst du jetzt? Was wird das denn helfen? Habe ich jetzt den Popo im Gesicht? Hallo. Ach, ohne Rücksicht auf Verluste hier. Ich glaub es nicht, doch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Guckst du da unter mein Pullover? Mila? Au! Die zieht an mein Bauchnabelpiercing. Du freche Maus.
Das kitzelt. Bist du mir ein Kussi? Ja. Mila. Was ist das denn? Hilfe. Au. 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 Sag mal. Mensch, bist du rabiat. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Auf jeden Fall nicht mit Mamas Haaren. Dankeschön. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Na, Mila? Sagen wir tschüss. Mila, tschüss. Nee, nicht mit Mamas Haaren spielen. So. Dann sag ich nur tschüss. Bis morgen. Tschüss. Ey! Nein! Mila! Was machst du? Was machst du mit deiner Mama? Ah, Mäuschen. Oh, Mila. Jetzt aber wirklich. Bis morgen. Tschüss.